jetzt gerade im Buchladen vor kurzem einen neuen Bestseller liegen sehen, der heißt Leben ohne Krankheit. Ja, das ist unrealistisch. Also es gab immer Krankheiten und wir werden nicht alle an Altersschwäche sterben. Und man kann natürlich viel dafür tun, gesünder zu sein. Aber diese sehr hohen Ziele, die können ganz viel verderben. Und ich denke, der sehr viel bessere Ansatz ist, wenn man Kehrseiten, das, was schwierig ist, sei es bei Schaffensfreude, das Trübsinnige auch mal zwischendurch, wo man überhaupt keine Lust zu irgendwas hat und überhaupt nicht kreativ ist, sei es auch in anderen Bereichen mal miese Stimmung zu haben, auch in ganz schwierigen Gefühlen zu sein, Neid, Missgunst, alles das, was man sich eher verbietet. Wenn man das akzeptiert und annimmt, dann hat man sehr viel bessere Chancen, sich dann aber auch wieder weiterzuentwickeln. Ich war mit meinem Sohn, der ist 9 Jahre alt und ich habe ihn und einen Freund vom Sportplatz abgeholt, die waren irgendwie beim Fußball. Dann sind die irgendwie weit vorausgelaufen und so um so einen dicken Baum rum und wieder zurück und die hatten so erhitzte Wangen im Herbstwind und strahlten so und waren so, die hatten strahlende Augen. Und da habe ich die so gefragt, na, was strahlt ihr denn so? Und dann sagt der Freund von meinem Sohn, der sagt so voller Inbrunst und Stolz, und er sagt dann so ganz laut, so halb zu mir und halb zu meinem Sohn, mein Freund ist der stärkste und schnellste in der ganzen Schule. Und mein Sohn, das können Sie sich ja denken, der leuchtete. Ja, dieses Ja-Sagen, Wertschätzen ist ein ganz wichtiger Nährboden für Schaffensfreude. Ich habe immer mal wieder auch Interviews gemacht mit Führungskräften, mit Mitarbeitern, mit ganz verschiedenen zum Thema Schaffensfreude. Und immer wieder haben die gesagt, wir brauchen einen bewertungsfreien Raum. Wir brauchen einen Raum, der irgendwie frei ist von Bewertung, von Einschätzung, von Kritik. Und dann können wir schaffensfreudig werden. Und ich finde schon, ganz kleine Menschen, Freunde oder eigentlich alle, sollten Ja sagen zueinander. Eltern sollten Ja sagen zu ihren Kindern. Ja, du bist richtig, so wie du bist. Ja, ich vertraue dir, dass du deinen Weg richtig gehen wirst. Und genauso auch bei der Arbeit, bei den ganzen Umfragen. Alle wünschen sich immer mehr Wertschätzung, vor allem von ihren Vorgesetzten. Aber auch unter Kollegen. Ein Kollege, der seiner Teamkollegin zulächelnd anerkennt, weil sie irgendwas gut gemacht hat, eine Präsentation in einer Teamsitzung zum Beispiel. Oder auch andersrum, ist auch wichtig, ein Mitarbeiter, der zu seinem Chef sagt, toll, dass Sie so engagiert für mich eingetreten sind, danke.